Herzlich willkommen zu Gesellschaftsbarometer. Heute beschäftigen wir uns mit dem Informationsfreiheitsgesetz und wir beschäftigen uns damit, was das mit den Schulen zu tun hat, mit unseren Schulen. Dafür habe ich einen Gast aus Berlin eingeladen, Gerlinde Schermer. Herzlichen Dank, dass du aus Berlin zu uns gekommen bist. Das ist ja doch ein weiter Weg. Sehr gefreut über die Einladung. Das ist toll. Du bist zu uns gekommen, weil du eine besondere Funktion hast, nämlich du bist Vertrauensfrau für die Initiative Unsere Schulen. Bitte erzähl mal unserem Publikum und mir auch, was es damit auf sich hat. Ja, wir sind sehr stolz. Wir haben in einer Zeit von 3 Monaten haben wir über 20.000 Unterschriften gesammelt. Also wir sind bei über 30.000 gelandet am Ende, aber wir brauchten 20.000, um unsere Initiative, eine Volksinitiative sozusagen durchzubringen, dass wir im Parlament ganz demokratisch selber unsere Fragen stellen können. Denn wir sind der Auffassung, dass die Abgeordneten quer durch alle Fraktionen nicht die Fragen stellen, die wir als Bürgerinnen und Bürger haben. Mhm. Und jetzt haben wir also dann bestätigt bekommen, dass wir innerhalb von 4 Monaten muss das Parlament in Berlin unsere Fragen beraten. Und da geht es darum, in welchen Ausschüssen wir auftreten können. Und auch diese Form so hat noch nicht stattgefunden in Berlin. Wir sind wieder Vorreiter, wie beim Wasservolksbegehren. Also jetzt müssen wir unserem Publikum erklären, es geht um Schulsanierung, um was auch sonst. Die Infrastruktur hat weit über 20 Jahre ganz doll gelitten. Das heißt, wir haben eigentlich nicht nur berlinweit, sondern bundesweit haben wir viele Schulen, die in einem baulich erbärmlichen Zustand sind und die warten dringend auf eine Sanierung. Und das, was uns jetzt hier beschäftigt, ist, wie saniert wird. Und da gibt es, wenn man so will, 2 Formen der Sanierung. Eben diese klassische, die Kommune bezahlt das, da kannst du bestimmt mehr dazu sagen. Machen wir erstmal das? Ja klar, also bisher war es so üblich in Deutschland, dass man eine Beschaffungsvariante sozusagen macht, dass die Kommune selbst die Planung ausschreibt, sozusagen, welche Firma kann die Schule sanieren. Da gibt es ja verschiedene Gewerke, gibt es sozusagen Projektträger, der vielleicht alles zusammen anbietet, sind es kleinere Reparaturen, eben also auch kleinere Sachen. Das Problem besteht ja darin, dass über 20 Jahre Berlin kaputt gespart wurde und diese kleineren Maßnahmen jetzt zu großen Sanierungen sich aufgehäuft haben. Da sieht man eben auch schon, dass das eine falsche Politik war und diese Kaputtsparpolitik muss dringend geändert werden. Und jetzt sind man aber nicht darauf, diese sogenannte, Kaputtsparpolitik zu beenden, sondern man setzt nur marginal darauf, das Personal, was man über Jahrzehnte abgebaut hat, wieder aufzubauen, sondern man will jetzt an Private die öffentliche Aufgabe übertragen und die sollen das alles abwickeln. Der Staat soll nur bezahlen. Und wer ist der Staat? Wir. Genau. Also, das heißt, also früher haben die Kommunen ganz normal Aufträge, erstmal eine Ausschreibung gemacht. Das muss man auch europaweit machen, wenn es eine bestimmte Summe übersteigt. Ja. Ne? Dann wurde das eben, ich sage jetzt mal, das gibt ja irgendeine Summe. Also man hat einen Auftrag, meinetwegen 1 Million, das kann man jetzt schön. So, und dann muss man halt für 1 Million Gelder aufnehmen und diese Gelder müssen dann logischerweise mit ein bisschen Zins zurückgezahlt werden. Das ist diese klassische Variante der Finanzierung von Infrastruktur, ob das jetzt Schulen sind oder sonst was. Also und das, unterblieb halt jahrelang und nun ist der Investitionsstau so groß aufgelaufen und dann nicht nur in Deutschland, man sieht es ja jetzt auch in anderen Ländern, was dann passieren kann. Ne? Ja, Italien, also, genau, in Genua mit dem Brückeneinsturz. Sanierungsstau tötet. Ja. Und sowas kann natürlich auch in Schulen passieren. Und deswegen ist es auch manchmal so, dass Schulen heute schon gesperrt worden sind. Aber es ist also klar, diese öffentliche Aufgabe muss gemacht werden. Und wir von unserer Initiative, unsere Schule, verlangen, das ist unser Ziel,
Schulen müssen öffentlich saniert, öffentlich gebaut und öffentlich sozusagen betrieben werden. Also ohne privates Geld? Ohne Private da einzuschalten, die diese Aufgaben für den Staat sozusagen vollständig übernehmen. Es ist nichts dagegen zu sagen, dass man einen Bauauftrag ausschreibt, um das gleich zu sagen. Darum also gut. Geht es nicht. Also es, wir kennen die klassischen Dinge PPP, Public-Private Partnership. Wir kennen ÖPP, also öffentlich-private Partnerschaften, quasi die deutsche Übersetzung. Also da muss ich gleich noch bringen, du sagst das so, dass wir das kennen. Ich sage jetzt mal fürs Publikum, was öffentlich-private Partnerschaft ist. Das ist sozusagen ein Vertrag, den der Staat mit einem privaten Großkonzern, also Hochtiefhilfinger, Berger, solchen Konzernen in dieser Größenordnung macht und über 30 Jahre abschließt. Welcher kleine Bauunternehmer kann einen 30-Jahres-Vertrag machen? Ne? Mhm. Das sind also große Baukonzerne, die selber oft gar nicht bauen, sondern wieder an Unterfirmen sub weitergeben, mit allen Problematiken, die da drin stecken. Ne? Mhm. Und der Staat verpflichtet sich mit der Unterschrift unter diesem Vertrag für 30 Jahre zu zahlen. Mhm. Ja? Und diese Sache öffentlich-private Partnerschaft wurde eben vor 20 Jahren als die Nummer verkauft. Ich kann mich noch gut erinnern, Landrat Walter aus Offenbach hat gesagt, das ist alles ganz toll. Mhm. Ich habe ihn selber erlebt bei solchen öffentlichen Veranstaltungen. Heute schämen sie sich und sagen dort in Offenbach gar nicht mehr seinen Namen, weil alles viel teurer geworden ist. Und seinem Publikum muss ich sagen, ich glaube 270 Schulen sind mit dieser Finanzierung in Offenbach saniert worden. Und, also es ist klar, es ist alles viel teurer geworden, obwohl noch Fördergelder reingeflossen sind und so weiter. Mhm. Das bedeutet, diese sogenannte Beschaffungsvariante öffentlich-private Partnerschaft ist in Misskredit geraten. Also muss man etwas Neues erfinden, einen neuen Namen für die gleiche Kuh. Mhm. Ja. Und das ist jetzt ÖÖP, also öffentlich-öffentliche Partnerschaften. So. Ja. Öffentlich-öffentliche Partnerschaft wird jetzt suggeriert, die aber endet dann wieder da in Privatisierung. Das wird aber geleugnet. Ne? Es wird geleugnet, dass das also sozusagen auch eine Vorstufe der Privatisierung ist. Und dann muss ich sagen, aus Berliner Erfahrung ist es ja so, dass nie alles auf einmal geschieht, sondern es ist eine schrittweise eine Rutschbahn in die Privatisierung. Ne? Mhm. Der eine macht den ersten Schritt, der nächste macht den zweiten Schritt und der dritte sagt, ich kann ja nichts dafür, weil das ist der Vorgänger gewesen. Da kommt und der vierte ganz am sagt Schluss. Dann, ich kann da ja nichts kontrollieren und so weiter. Genau. Ja. Also was hat das alles jetzt, weil öffentliche Privatpartnerschaften, die suggerieren, was regst du dich so auf, Gerlinde? es ist ja alles öffentlich, sprich, es findet nichts im geheimen Kämmerlein statt. Was hast du dazu zu sagen? Ja, da kommen wir eben auch zu dem eingangs erwähnten Informationsfreiheitsgesetz. Ne? Das Informationsfreiheitsgesetz gibt es in verschiedenen Ländern. Manche haben wohl gar keins. Also Rheinland-Pfalz ist das erste Flächenland. Genau. Wir haben eins, aber Berlin hat also auch eins. Mhm. Und in dem Berliner Informationsfreiheitsgesetz ist also der Anwendungsbereich des Gesetzes geregelt, wenn ich als Bürgerin wissen will, was ist da geschehen. Ja? Ja. Ich möchte jetzt zum Beispiel wissen vom Senat, hast du bei Eurostat angefragt, ob diese Ausgliederung der Schulden für die Schulsanierung, die du vorhast, überhaupt anerkannt wird, dass das keine öffentlichen Schulden sind? Eurostat ist das Europäische Statistische Amt, wenn man so will. Genau, also das ist das Überwachungsorgan, was kontrollieren soll, ob der sogenannte Maastrichter Vertrag von den Ländern der Europäischen Union eingehalten wird, also die Verschuldungsgrenzen und so weiter. Also wenn ich jetzt frage den Finanzsenator, der ist ja eine Behörde, ich möchte wissen, du willst das machen, zählen die Schulden, die du da jetzt ausgliedern willst zum öffentlichen Haushalt, ja oder nein, dann muss die Behörde antworten und ich muss das Recht haben, das zu sehen. Ja, das habe ich jetzt gerade gemacht, die Antwort steht noch aus. Denn der Grund für dieses ganze Konstrukt, was die in Berlin machen wollen, wo sie behaupten, das ist alles öffentlich, ist ja, sie wollen die Grundstücke der öffentlichen Schulen mit den Gebäuden auf eine privatrechtliche GmbH übertragen und wechseln damit vom öffentlichen Recht, wo ich alles fragen kann, ins private Recht, wo ich dann, wenn ich bestimmte Fragen stelle, gesagt bekomme, das geht nicht, liebe Gerlinde, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Mhm. Ja? Also zum Beispiel, wenn es eine GmbH ist. Ne? Ja, und das ist ja in Berlin der Fall. Ja, ja. Es ist eine GmbH,
die zu 100% im öffentlichen Besitz des Landes Berlins ist, eine Wohnungsbaugesellschaft. Mhm. Aber auch dann, und das hat die Informationsfreiheitsbeauftragte von Berlin mir auch noch mal schriftlich gegeben, glasklar, in der GmbH, wenn sie auch zu 100% von der öffentlichen Hand im Besitz steht, gilt das Informationsfreiheitsgesetz nicht. Okay. Und deshalb haben auch die Informationsfreiheitsbeauftragten von Europa sich getroffen, letztes Jahr in Manchester, und haben eine Entschließung gemacht und kritisiert, und zwar europaweit, die Flucht der Kommunen und Länder ins private Recht. Sie warnen ausdrücklich davor, vor der Flucht ins private Recht. Und das ist genau das, was hier vorgesehen ist, unter dem Deckmantel, ist doch alles öffentlich, reg dich doch nicht auf. Ja? Mhm. Wird sozusagen dennoch sozusagen eine Übertragung, das muss man sich mal vorstellen, Innenstadtgrundstücke mit Schulen, ne? Mhm. Wenn man angesichts, was hier in Berlin los ist mit den Immobilienpreisen. Mhm. Es wird also Spekulation. Ja, also es wird sozusagen, Spekulationsobjekt. Und zwar ohne, dass die GmbH auch nur einen Euro bezahlen soll. Die soll ja gar kein Geld bezahlen, sondern das wird übertragen für null. Mhm. Das steht dann bei der, das Grundstück mit dem, steht dann mit dem Gebäude, steht dann dort zu einem Wert X in der Bilanz. Und dann ist vorgesehen, dass bei dieser Wohnungsbaugesellschaft GmbH, und das wird gemacht nur für den einen Zweck, dass diese GmbH dann am freien Kapitalmarkt Kredite aufnehmen kann. Ja? Mhm. Also es geht um die Auslagerung von Schulden für eine öffentliche Aufgabe aus dem öffentlichen Haushalt. Mhm. Und ob das überhaupt so klappt, ist gar nicht sicher, weil es gibt einen Unterschied zwischen der Schuldenbremse Deutschland und dem Maastrichter Vertragsschuldenregeln. Mhm. Bei den Maastrichter Vertragsschuldenregeln wird gesagt, wenn du da zum Beispiel diese Wohnungsbaugesellschaft GmbH sollte zunächst eine Tochter gründen, die nur Schule macht. Weil da war ja auch noch die Frage der Leute, diese Wohnungsbaugesellschaft soll ja auch noch Wohnungen bauen. Mhm. Und diese Aufgabe ist groß. Mhm. Ja? Jetzt soll sie auch noch Schulen bauen. Die kann das gar nicht. Die hat gar nicht das Personal dafür. Und wird dann nicht alles vermischt, war die Frage. Ja, ja. Mhm. Und da wurde zunächst gesagt, ja, die kriegt dann eine Tochtergesellschaft, Schule. Aber dann ist in einem Parallelfall entschieden worden, hat Eurostat, diese Behörde, gesagt, ja, wenn diese Tochter nur die Aufgabe hat, Schulen zu bauen als öffentliche Aufgabe und Schulen zu sanieren und zu betreiben, dann sind das am Ende doch öffentliche Schulden und dann wäre das ganze Konstrukt ja eigentlich hinfällig. Mhm. Ja? Aber bei der deutschen Schuldenbremse ist es anders. Da sagt man, diese Schulden sind ja ausgelagert bei der Wohnungsbaugesellschaft HOWOG und die hat ja am Markt einen Auftritt, nämlich Wohnungen zu vermieten und macht ihren Umsatz mit Wohnungsmieten. Mhm. Und dann ist das ja die Untergesellschaft dieser Hauptgesellschaft. Und dann, so sagt man, zählen die Schulden der Schul GmbH sozusagen nicht zu den öffentlichen Schulden. Ne? Mhm. Das geht also um Zurechnungsfragen. Ja, also es geht eigentlich um, ja, man kann es Schattenhaushalte nennen. Man kann es also auch einfach nur Verstecken von öffentlichen Schulden nennen. Mhm. Denn, und da denke ich, das wird dir genauso gehen, ich zahle als Selbstständige genug Steuern und du zahlst auch Steuern. Und Schulen bauen, sanieren, dafür zahlen wir Steuern. Unter anderem, ja. Ja, ja. Ja, also das ist ja etwas ganz klassisch Öffentliches. Da denke ich, und wenn der Staat meint, in ganz Deutschland können wir mit unserem Geld aus Steuern die Schulen nicht zu sanieren, dann müssen sie sich überlegen, von wem sie noch neue Steuern nehmen, nicht von uns beiden. Ja, ja, wir haben schon genug gezahlt. Ja. Da gibt es ganz viele, die haben ganz viel mehr. Von denen könnte man überlegen, was zu nehmen, wenn das Geld nicht reicht. Ja. Aber sie gehen den anderen Weg. Ja, sie gehen den anderen Weg und gehen gar nicht diesen Konflikt ein und sagen, ach nö, wir lagern die Schulden aus, dann werden sie nicht gesehen. Aber das weiß nun jeder Häuslebauer, wenn er Schulden hat, die müssen bedient werden bei der Bank. Mhm. Die Bank will das Geld haben. Und dafür haben sie sich jetzt etwas überlegt, der Berliner Senat. Der Senator sagt, ich garantiere der Bank, die das Geld beleiht, dass die Tilgung und der Zins 30 Jahre immer fließt. Mhm.
monatlich immer fließt, ja, und zwar wahrscheinlich auch in gleichen Raten, ne, sodass die Bank die Sicherheit hat, ich kriege mein Geld immer. Und für wen ist so etwas wichtig? Naja, es ist natürlich wichtig, sage ich mal, für die ganzen Anleger. Ne? Also wir haben so viel Geld um diesen Planeten kreisen, die wissen schon gar nicht mehr, wohin mit dem Geld und müssen natürlich gucken, dass sie ja, dafür einen Ort finden, wo sich ihr Kapital nicht nur erhält, sondern natürlich auch vermehrt. Genau. Und dafür und eine sichere Rendite kriegt man immer dann bei Infrastrukturmaßnahmen, wenn der Staat mit in der Maßnahme drin ist. Für private Großkonzerne wäre es sehr risikohaft, sozusagen völlig privatisiert zu bauen. Dann wären die Kreditzinsen wesentlich höher, weil man ja da auch pleite gehen kann, wie wir wissen. Ja? Und die öffentliche Hand geht nicht. Ich denke da an Walterbau, ist auch pleite gegangen, großer Baukonzern. Ja? Also das ist nicht so ohne, als Baukonzern zu bauen. Mit dieser Garantie aber, ihr kriegt das Geld immer. Genau, da kann man ruhig schlafen und dann kann man sich Dinge überlegen. Und all das, will ich noch mal festhalten, wird ja nur konstruiert um der sogenannten Schuldenbremse, die die Schulden nicht bremst, sondern nur versteckt zu dienen, ja, und dem Maastrichter Vertrag. Das heißt also, ein menschengemachtes Gesetzwerk, was dann im Grundgesetz Einfluss drinsteht. In das Grundgesetz vom Bund, also unser Grundgesetz und natürlich auch in die verschiedenen Landesverfassungen. Aber es ist menschengemacht, es ist nicht Gott gewollt. Ein menschengemachtes Gesetz wird sozusagen mit Umgehungstatbeständen, die man ganz offen formuliert als Finanzsenator, versucht einzuhalten. Also ich halte das für ein Unding. Ja. Das heißt, es müsste eine Gesellschaft Initiative geben, eine breite Gruppe, die sagt, Leute, ihr habt da Unsinn verzapft, das gehört nicht ins Grundgesetz. Früher gab es immer die goldene Regel, so viel wie man investiert, weil man ja dann auch etwas bekommt für die Investition, so viel kannst du auch Schulden aufnehmen. Das war vernünftig. Ja? Mhm. Und die wurde ja abgeschafft, diese Regel. Also man muss sich etwas überlegen, wie man Infrastruktur erhält. Das ist sozusagen für die ganze Gesellschaft notwendig. Stattdessen macht man solche Umgehungssachen und macht den Quatsch immer Quetscher, hätte mein Vater gesagt. Ja. Oder es gibt auch noch so einen anderen Spruch von meinem Vater, der mir da immer einfällt, sparen, egal was es kostet, hat er immer gesagt. Das ist sozusagen, also bis aufs Teufel, bis sparen, bis es quietscht in Berlin. Herr Wowereit hat sich damit gebrüstet. Berlin ist sexy, arm, aber sexy. Ja? Das läuft alles sozusagen über 20 Jahre jetzt schon. Und nun ist die Verwaltung so ausgedünnt, dass sie sozusagen also gar nicht mehr das Personal haben, um dieses Man braucht ja Menschen, die bestimmte Aufgaben auch vorbereiten. Also bis erstmal so ein Bauausschreibung, also bis es überhaupt mal zu der Ausschreibung kommt, das ist erstmal viel Arbeit. Und natürlich die Vergabe ist ja auch nicht ohne. Also, man muss das kennen und man muss natürlich auch kontrollieren können, was einem da vorgerechnet wird, wie die Kosten sind. Und dafür braucht es verdammt viel Sachverstand. Genau. Also. Und das ist also auch ein Kritikpunkt von uns, von der Initiative Schule, dass die Verwaltung instand gesetzt werden müsste. Das heißt, man muss massiv Personal ausbilden, wenn man es am Markt nicht findet. Und der Markt ist leergefegt, das Personal ist nicht da. Also das heißt, man muss konkret ausbilden. Also ein personalpolitisches Programm, was diesen Namen auch verdient. Mhm. In Berlin haben sie ein Programm aufgelegt von 2017, 2018. Da wollen sie eine Schulklasse unterstützen. Das wird wohl nicht reichen für ein Bauvolumen von 5,5 Milliarden Euro. Ja? Von denen eine 1, Schulklasse 5 ist nur Milliarden 25 bis 30 Leute. So. Ja. Und dann gehen ja in der Regel, muss man... Also das sind drei Flughäfen. Ja, nur mal so, das ist eine Wahnsinnsdimension. Mhm. Und dann sagt der Senat im personalpolitischen Programm, also er unterstützt wieder eine Schulklasse, die in den Bauingenieurberufen ausgebildet wird. Ne? Also ich meine, vier Jahre dauert die Ausbildung immerhin. Ne? Also da muss man richtig ranklotzen. Da brauchte man ein nationales Aufbauwerk in dieser Größenordnung. Und dann könnte man auch junge Menschen begeistern, für so eine Aufgabe mitzumachen. Also das könnte ich mir gut vorstellen. Das alles passiert nicht, sondern es wird sozusagen von vornherein gesagt, das schaffen wir nicht, das müssen wir Privaten übertragen. Und dann müssen wir aber sozusagen auch akzeptieren, was die uns als Kosten als Rechnung präsentieren. Und da haben wir ja die Erfahrung vom Berliner Wassertisch. Was wird denn alles sozusagen bei einer sogenannten Kostenmiete abgerechnet?
Ne? Mhm. Also da wird ja auch kalkulatorischer Gewinn oder kalkulatorische Abschreibungen werden als Kosten gerechnet, die am Ende sich in Mark und Pfennig oder Euro und Cent sozusagen als Gewinn manifestieren. Ne? Das wird als Kostenmiete bezeichnet. Also man ist, wenn man jetzt nicht Betriebswirt ist, ist man vielleicht leicht geneigt zu sagen, ach, na, die werden ja dem Senat, dann wird also die Schule, da kommt der Handwerker, der Dachdecker, der Maler und so weiter, das kostet das. Mhm. Und dieses, was das kostet, müssen wir dann sozusagen 30 Jahre lang abzahlen. Oder 25 Jahre so. Ne? Mhm. Und, aber die, es ist halt so, es wird suggeriert, mit den Privaten geht es schneller. Mhm. Und wir sagen, das stimmt nicht, das kann gar nicht stimmen. Denn jetzt sollen ja sozusagen Verträge erstmal abgeschlossen werden. Mhm. Erstmal schließt der Senat einen Generalvertrag ab, dass die, diese Wohnungsbaugesellschaft überhaupt diese Schulsanierung machen soll. Mhm. Dann müssten jeder Bezirk, also vergleichbar mit den Kommunen hier, einen Vertrag abschließen, über einen Erbbaurechtsvertrag, über das Schulgrundstück, das dann an diese GmbH geht. Und dann soll wiederum ein dritter Vertrag für jeden Bezirk, für jede Schule abgeschlossen werden, dass dieser Bezirk dann 25 Jahre lang, und zwar unkündbar, Geld an die HOVOG bezahlt, damit die das als Sicherheit angeben können gegenüber den Banken. Ja? Mhm. Da müssen also sehr viele Rechtsanwälte beschäftigt werden, Berater und so weiter, dieses Ganze zu machen. Da ist an der Schule noch kein Pinselstrich passiert. Ja. Und eigentlich könnte man sagen, 2 Jahre lang haben sie schon Zeit verschlafen. Das hätte nicht alles schon passieren können. Mhm. Weil, also vieles hätte schon passieren können. Und das Geld ist auch da. Sie sind nicht in der Lage, das Geld auszugeben. Mhm. Wir fassen noch mal den Bogen zu unserem Transparenzgesetz und da haben wir auch von Mehr Demokratie, da gibt es ein sogenanntes Transparenz-Ranking. Und dieses Ranking, das zeigt uns nach bestimmten Kriterien, wie da die jeweiligen Bundesländer aufgestellt sind. Also gewonnen, wenn man so sagen will, hat der Stadtstaat Hamburg. Also die sind am besten aufgestellt. Also wenn man so will, gegenüber der Transparenz der Bürgerinnen und Bürger gegenüber. Rheinland-Pfalz, wo wir uns in Kaiserslautern ja befinden, ist das erste Flächenland mit dem Transparenzgesetz und steht auf Platz 5. Und etliche Länder, Bayern, Hessen, Niedersachsen und Sachsen, haben noch gar kein Transparenzgesetz. Es ist natürlich klar, so wie du es jetzt uns klar gezeigt hast, falls wir dahin kämen, würde uns das schönste Transparenzgesetz überhaupt nichts nutzen oder wie man auch immer diese Informationsdinge nennt. Denn sobald Private quasi den Fuß in der Tür haben, wirkt das einfach so ja, das, nicht also mehr. Ne? Noch mal also, ganz klar zu sagen, das Informationsfreiheitsgesetz Berlins, darauf ist unsere Initiative gerichtet, muss geändert werden. Ja. Und zwar muss, und das habe ich also auch, weil ich Mitglied der SPD bin, habe am Landesparteitagsbeschluss also durchgesetzt in Berlin, dass das Informationsfreiheitsgesetz geändert werden muss, dass es auch dort gilt, wo der Staat zu mindestens 50% beteiligt ist. Das heißt also, wenn sozusagen zwei verschiedene Partnerschaften, also wenn es diese ÖÖPs gibt, dann muss auch dort das Informationsfreiheitsgesetz oder Landestransparenzgesetz, und, wie die alle heißen, genau. Und das richtet sich danach nach dem Grundgedanken, dass solche Informationsfreiheitsgesetze in unserer datengesteuerten Gesellschaft, ne, das ist ja eine Entwicklung, die rasant vor sich geht, wo auch mit Daten Geschäfte gemacht werden, die muss die Realität abbilden. Mhm. Und derzeit hinken halt die Gesetze hinter dieser gesellschaftlichen Realität. Mhm. Es gibt seit 2014, 2015 hat der Minister Gabriel damals als Wirtschaftsminister vorangetrieben mit der sogenannten Fratscher-Kommission die Aufgabe sozusagen, wie kann ich unter der Maßgabe der Schuldenbremse investieren. Ne? Mhm. Das ist das von mir zerlesene Papier, weil ich immer wieder nachgeschlagen habe, was sie damals alles aufgeschrieben haben. Also es gab damals diesen Beschluss 2015, wie man das zu machen habe.
Beratungsinstitute, die üblichen Verdächtigen. Ja. Ja. Aber es war auch die Gewerkschaft dabei, die hat ein Minderheitenvotum abgegeben gegen diese Maßnahmen. Die steht dann auch abgedruckt im Papier, wird aber danach nicht mehr berücksichtigt, sondern es wird nur diese eine Sache immer weiter vorangetrieben. Und alles das, was da drin steht, es wird Schritt für Schritt, wir sind jetzt 2018 schon wieder 3-4 Jahre weiter, weiter umgesetzt. Es ist also kein Geunke, sondern man kann den Plan erkennen. Damals stand schon drin, wir müssen, also ÖPP war schon etwas kritisch, wurde damals schon sozusagen von der Bürgerschaft wie von uns sozusagen kritisiert. Also musste man irgendwas Neues finden und dann hat man die Idee gehabt, Infrastrukturgesellschaften ist jetzt das neue Wort, zu gründen. Also immer wenn Sie das hören, liebe Zuschauer, Infrastrukturgesellschaften, dann müssen Sie schon mal wachsam sein. Klingt harmlos und klingt irgendwie gut. Man denkt, es passiert was. Aber da soll sozusagen also erst das Grundkonstrukt geschaffen werden, wo sozusagen gesammelt wird Auftragsvolumen, damit man ein größeres Volumen hat. Und danach ist der Plan, will man private Anleger an diesen Infrastrukturgesellschaften über Kreditanstalt für Wiederaufbau und Investitionsbanken insoweit beteiligen, dass die Eigenkapital einlegen, das man dann natürlich verzinst. Und dann hätten die privaten Anleger weltweit, kann man dann sagen, in Deutschland die Möglichkeit, sicher ihr Geld anzulegen für 30 Jahre. Das kannst du dann wunderbar irgendwelchen Fonds beimischen und so weiter. Ich stelle mir das ganz gruselig vor. Hat das was mit diesem Begriff Vorvertierung zu tun? Oder bin ich da jetzt auf dem falschen Dampf? Nee, das ist der Vorvertierung heißt nur Vorvertierung mit Einreigeverzicht. Das heißt im Grunde nur, dass die Bank sicher ist. Also das ist diese Sache, dass der Senat birgt. Aber hier geht es darum, dass man Anlagemöglichkeiten für privates Kapital bietet, um ihnen eine sichere Rendite zu geben, also dass sie dann reingehen, denn das sogenannte scheuere privates Kapital braucht ja hohe Renditen. Ja. Und sichere. Und in der Infrastruktur könnte es sein, dass diese Rendite auch gar nicht klappt. Ne? Aber wenn der Staat da als Sicherheit birgt, ist das doch super. Ne? Das heißt, wenn man, es wird sozusagen suggeriert, weil der Staat ja da drin ist und macht, dann ist das alles öffentlich und gut und so weiter. Ne? Ihr seid doch sicher, Kreditanstalt für Wiederaufbau klingt auch schön, Investitionsbank Berlin klingt auch ganz harmlos und so weiter. Aber in diesem Papier oder in einem Preiswort aus PwC-Papier habe ich gelesen, man sollte überprüfen, ob man nicht die Satzung der KfW dann entsprechend anpasst. Ne? Das heißt, es ist gar nicht so satzungskonform. Später dann. Also was jetzt geschaffen wird, ist erstmal der erste Schritt. Wir bilden eine Infrastrukturgesellschaft. Ne? In Berlin ist es jetzt erstmal die Wohnungsbaugesellschaft HOWOG, eine GmbH. Und was als nächste Schritte folgen soll, das werden wir dann sehen. Aber das ist also meine Erfahrung, auch aus über 20 Jahren Politik, dass immer sozusagen erst ein kleiner Schritt erfolgt. In Berlin wurden 1994 die Eigenbetriebe umgewandelt in Anstalt öffentlichen Rechts. Und als nächstes wurde dann, da war erst die Möglichkeit, dass man dann an der Anstalt öffentlichen Rechts private beteiligen kann. Ne? Ist das auch so diese Konstruktion, das hat man oft bei Krankenhäusern, gemeinnützige GmbHs, ist das sowas Ähnliches? Die Anstalt öffentlichen Rechts hat auch Sicherheiten für Arbeitnehmer, damit hat man die Arbeitnehmer gelockt. Wir haben da im Aufsichtsrat Mitbestimmung und so weiter. Das ändert dann aber gar nichts daran, dass sozusagen dann gesagt wurde, wir beteiligen Private in Berlin, das war der größte kommunale Wasserversorger Europas, die Konzerne RWE und Veolia an dieser Kernaufgabe des Staates, Trinkwasser- und Abwasserversorgung. Ne? Mhm. Und der Vertrag, den sie da geschlossen haben, klassischer 30-Jahres-Vertrag, unkündbar, so wie das jetzt bei den Schulen auch sein soll, führte dann dazu, dass man völlig überteuert sozusagen den Privaten eine Renditegarantie gegeben hat. Und die Gefahren, die sozusagen darin bestehen, dass du Wasser sparst, ja,
die haben dann die Rendite gemindert und dann hat der Staat garantiert für mein die Differenz. Gespartes Wasser, genau. So und das würde jetzt auch quasi, gut, an den Schulen also die kann man jetzt nicht das Wasser sparen. In der Schule hast du das noch das Problem, dass du keine Maut erheben kannst. Ne? Ja. Also die Parallele zu also dieser Infrastrukturgesellschaft Schule. Sein, das Schulgeld irgendwie. Naja, das weiß ich nicht, will ich nicht behaupten. Aber es ist sozusagen so, das Steuergeld fließt in diese Schulsanierung ja rein. Ja. Und zwar in eine privatrechtlich organisierte GmbH, die zurzeit noch in 100% Besitz öffentlicher Hand ist, wo es aber durchaus denkbar ist, dass in einer späteren Senat dann diese Eigenkapitalgeschichten da machen will, so wie es PricewaterhouseCooperHaus vorschlägt. Mhm, ja? Und das ist ja auch interessant, PwC ist mir nun schon öfter untergekommen in Zusammenhang mit WikiLeaks. Ja? Also diese Affäre, das war ja auch, sind drei Leute in Luxemburg verklagt worden, dass sie etwas verraten haben, wo dann 28.000 Seiten in der Presse standen über diese Verträge. War das mit diesen Steuerdateien? Ja, genau, mit diesen Steuerdateien. Ja, genau. So. Und das war also Verträge von PwC und die haben dann auch diese Menschen verklagt. Ne? Und da geht es um die Frage, wie ist denn das auch, wenn ein Whistleblower etwas verrät, was er da hat? Ne? Mhm. Was er erfährt. Also wir müssen erstmal unseren Zuschauerinnen und Zuschauern erklären, was versteht man denn unter einem Whistleblower? Was ist ein Whistleblower? Wie ist der definiert? Na, jemand, der sozusagen in seinem Arbeitsverhältnis etwas erfährt, was gegen das Gemeinwohl verstößt, nach seiner Meinung und was er gerne öffentlich machen würde. Hier wäre das in dem Falle, wenn man erfahren würde, dass gegenüber der öffentlichen Hand viel zu teuer abgerechnet wird. Also nicht das, was das wirklich kostet, sondern höher. Hm. Das habe ich neulich erst in der Sendung Panorama gesehen bei dieser Sache mit der Mauer, bei Toll Collect. Toll Collect, da war ein Mitarbeiter, der hat öffentlich gemacht, das völlig überteuert gegenüber der öffentlichen Hand abgerechnet wurde und dann wurde er als erstes entlassen. Und hat dann geklagt und hat sich wieder reingeklagt, hat aber dann einen miesepeter Arbeitsplatz bekommen, wo er irgendwie kopieren sollte. Ja? Ja. Diese Sache ist sozusagen, wenn du in deinem Arbeitsverhältnis etwas erfährst, was dem Gemeinwohl sozusagen schadet, ist, ja, du willst es öffentlich machen und setzt dich damit großen persönlichen Gefahren aus. Ne? Mhm. Also auch da müssen gesetzliche Grundlagen geschaffen werden. Und was ich immer sage ist, das haben wir aus dem Wasservolksbegehren gelernt, wir haben als Bürger ein Gesetz gemacht, nämlich das Gesetz der Offenlegung der Teilprivatisierungsverträge. Mhm. Und gegen dieses Gesetz, das ist gleichwertig gegenüber einem Gesetz, was Abgeordnete beschließen, kamen sie nicht an. Dann mussten sie das Gesetz offenlegen, dann wurde deutlich, sie haben eine Renditegarantie abgegeben, wo jeder sich normale Mensch sich an den Kopf fasst. Mhm. Dann hat der Bürgermeister gesagt, ja, sowas hätte man nicht machen sollen. Und dann kam die Rückabwicklung. Ja? Mhm. Vorher wurde die ganze Zeit geleugnet. Das muss man sagen, die Berlinerinnen und Berliner ganz schön teuer zu stehen kamen. Ja, klar. Also, ja, aber das Wasser ist wieder öffentlich, das stimmt schon, aber, ja, aber wir zahlen sozusagen auch den Rückkauf. Die Zeche zahlen wir dann alle. Und die Frage ist natürlich schon, und die muss erlaubt sein, inwieweit wir aus Fehlern lernen, weil es ist nun mal ein Fehler, wenn das Gemeinwohl in der Weise, wie soll man sagen, mit Füßen getreten wird eigentlich, dass Menschen, die quasi per Steueraufkommen für die Gemeingüter Sorge tragen, dass die dann gleich nochmal zur Kasse gebeten werden. Und zwar in der Weise, wie du es geschildert hast, dass wir quasi für etwas bürgen oder für etwas einstehen müssen, wo wir die Summe gar nicht kennen, weil wenn über Kosten gesprochen wird, da haben wir gehört, da ist auch noch Rendite drin. Da ist dieser Renditezins ist da drin und natürlich logischerweise, das Geld wird ja aufgenommen, das heißt, es geht ja nicht nur eigentlich um diesen Renditezins, sondern es geht ja auch noch um die Zinskosten, die diese Bank bekommt. Und das ist natürlich ein hochlukratives Geschäft für alle Banken, klar, die jetzt nicht so gut dastehen. Nicht zu vergessen, die Berater, die ja überall diese Verträge paraffieren müssen und dann später bei Streitigkeiten auch vor gegebenenfalls Schiedsgerichten und so weiter, dann da gibt es also wieder die üblichen Verdächtigen, die wie bei öffentlich-privaten Partnerschaften, die so
sozusagen an diesem Prozess verdienen. Ja. Aber es ist sozusagen, es korrespondiert, wie hier die sogenannte Anlagenot derjenigen, die Geld zur Verfügung haben, Also mit der Armut Fonds. Der Kommunen. Ja. Ne? So, und die ist also bewusst herbeigeführt worden, das müssen wir ja sagen. Diese also da hat die Schuldenbremse, genau, also diese Schuldenbremse unter Herr Schäuble wurde die ja in das Grundgesetz übernommen. Und danach in die Landesverfassung, die jeweiligen. Also bei uns nicht in der Landesverfassung, aber es gibt solche Länder. Ja, ne? Ja, glaube, aber es wird eben jetzt gesagt, weil im Vorgriff auf dieses Grundgesetz, also dass ab 2020 die Schuldenbremse auch in den Ländern gilt, wird jetzt schon gesagt, wir tilgen lieber, wir machen Sondertilgung. In Berlin wurde eine Sondertilgung gemacht. Mhm. In Größenordnung, weil das Geld, was sie eigentlich zur Verfügung hatten fürs Bauen, nicht verbaut werden konnte. Weil sie das Personal nicht haben, verstehst du? Das heißt, es war Geld bereitgestellt, aber es konnte nicht abgerufen werden, weil du natürlich jemanden brauchst, der das bearbeitet. Ja, also das kann man hier auch in Kaiserslautern erleben. Also das ist sozusagen, wir müssen darauf dringen, als Bürgerinnen und Bürger, dass der Rückzug des Staates gebremst wird und neu aufgebaut wird, die Gegenrichtung. Was also die Regierung in Berlin macht, ist genau das andere. Sie sagen, weil wir das Personal, weil die Vorgängerregierung das Personal abgebaut haben, sind wir jetzt nicht mehr in der Lage, das selber zu machen. Mhm. Und dann ist das eben dieser Zustand, den nehmen wir hin und dann übertragen wir das an Private. In der Suggerierung, dass es schneller ginge. Mhm. Aber es geht nicht schneller. Das muss ich wirklich noch mal den Eltern sagen, also die dann die Hoffnung haben. Ne? Mhm. Die Hoffnung ist sozusagen, solange mein Kind in diese Schule geht, wird das Klo repariert, wird das Dach repariert. Das will doch jede Mutter, jeder Vater, ja, dass ein Kind in eine ordentliche Schule geht. Das ja, ist natürlich. Ja wirklich ein legitimes Interesse. Ja, aber durch diese ganze Vertragsgestaltung muss man wirklich erkennen, sie wollen sozusagen Pakete packen. Die Schulen sollen möglichst alle nach einem gleichen Sanierungsmuster also damit sie ins Schemata später, ich sag's mal, der Fonds passen. Ne? Mhm. Es wird also suggeriert, das geht schneller, wenn wir das alles gleich machen. Das ist aber nicht der wahre Grund, warum sie alles gleich machen wollen, sondern es passt besser später in die Fondsstrukturen hinein, wenn man sagt, diese Schulen nach Also das heißt, wir liefern unsere Schulen, wenn ich das jetzt mal so überspitzt sagen darf, liefern wir unsere Schulen dem Kapitalmarkt aus? So wird es kommen. Und zwar also nicht heute, sondern morgen, übermorgen. Okay. Ne? Und wenn ich diesen Vorwurf jetzt erhebe, dann wird gesagt, das ist doch alles gar nicht wahr. Ne? Mhm. Ja, aber als damals die Leute gesagt haben, warum wandelt die Eigenbetriebe in die Anstalt öffentlichen Rechts um? Da wurde gesagt, na, damit die besser arbeiten können und unabhängig sein können. Ne? Und das nächste war dann, ja, es ist doch nur 49,9% privatisiert. Die haben noch 50,1%, aber noch die Mehrheit. Und dann war Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse. Und dann wurde gelogen, dass sich die Balken biegen. Ne? Mhm. Das heißt, dieses Informationsfreiheitsgesetz, deswegen beharre ich darauf, dass das unbedingt geändert werden muss, weil die Information... In welcher Weise? Was muss im Anwendungsbereich drinstehen, dass das Informationsfreiheitsgesetz auch in den Betrieben des Landes oder der Bezirke steht, die zu mehr als 50% öffentlich sind. Da das muss heißt, es gelten. Also es, und das verlangt die Informationsfreiheitsbeauftragte Berlins. Mhm. Das ist nicht nur meine Position. Mhm. Die hat in ihrem letzten Jahresbericht ausdrücklich diese Forderung erhoben. Mhm. Und es ist, wie ich vorhin ausgeführt habe, auch in Manchester in dieser Weise für Europa so diskutiert worden. Mhm. Und es passiert nichts. Wir sehen gerade also hier dieses Informationsfreiheitsgesetz. Das gibt unserem Publikum mal so einen Einblick, welche Rechte wir da überhaupt haben. Ne? Also erstens mal braucht man gar keine eigene Begründung für diese Information, die ich mir dann holen möchte. Zum Zweiten habe ich einen Rechtsanspruch auf Zugang zu den amtlichen Informationen des Bundes. Ja. Und es gibt eben diese Bundesbeauftragten oder Landesbeauftragten für Informationsfreiheit.
Aber sie sind gekoppelt mit dem Datenschutz. Und jetzt ist ja seit Mai, 25. Mai war es, glaube ich, wo die Datenschutzgrundverordnung. Das ist ja eigentlich, die war ja in Europa schon länger in Kraft, nur bei Deutschland hatte sozusagen. Hat sich ein bisschen gedrückelt. Also, ja, so eine Übergangsfrist, die wir alle aber auch erst ganz spät zur Kenntnis genommen haben. Ja, genau. Ja. Und da ist es sozusagen ja in Deutschland so, dass es die Datenschutzbeauftragte gleichzeitig Informationsfreiheitsbeauftragte ist. Ja, ja, und ich bin seit Jahren gehe ich jedes Jahr, oder ich glaube, alle zwei Jahre machen die diese Konferenzen da in Potsdam im Land Brandenburg. Mhm. Ich glaube, gehört Brandenburg ist ja auch eine Partnerstadt von Kaiserslautern. Ja, genau. Also ich bin immer sehr beglückt über diese Konferenz. Es ist eine internationale Konferenz, wo Erfahrungen der Informationsfreiheitsbeauftragten und Datenschutzbeauftragten also thematisiert werden. Ja, genau. Und da kann man also auch mit simultanen Übersetzungen das alles richtig gut mit anhören. Mhm. Und man kann also auch wirklich von den anderen Ländern lernen. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel in den skandinavischen Ländern ganz viel Informationsfreiheit, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, das ist in Deutschland nicht Tradition. Ja? Aber dass man bestimmte Rechte auch hat, wenn man sich in der Daseinsvorsorge bewegt, das hat sie alle beschäftigt, insbesondere eben auch, wo ich ja auch herkomme, aus der Wasserbewegung. Ne? Mhm. Weil beim Wasser ist ja sozusagen klar, Wasser brauchen wir alle, vom Wasser leben wir. Und wenn die Privaten da drin stecken, dann ist immer eins, die Instandhaltung wird schlechter und die Preise steigen. Also ja? Es ist wie immer, also wir haben das schon öfter diskutiert und es ist immer dasselbe und es ist legitim. Private wollen Rendite und sie wollen, dass sich ihr Geld mehrt. Und der Staat braucht das nicht. Der Staat braucht nur zum Selbstkostenpreis sanieren. Und deswegen, ehrlich gesagt, so arg kompliziert ist das gar nicht, ne, drauf zu kommen, dass man sagt, okay, deswegen Staat, sagen wir, mach es, du kriegst die Leute Aufgabe, dafür. Wir können ja auch Quereinsteigerin. Ich meine, ich verstehe wirklich, Bauingenieure fallen auch jetzt nicht vom Himmel, auch nicht Ingenieurinnen. Aber wir könnten durchaus, es gibt etliche Menschen, ich sage jetzt mal aus akademischen Berufen, die mal vielleicht mit relativ wenig Aufwand da hineinschulen könnte. Ne? Also wenn ein bisschen Aber Fantasie. Wir brauchen nicht nur Bauingenieure, wir brauchen auch Menschen, die die Schippe in die Hand nehmen können. Und wir brauchen vor allem in den Schulen Hausmeister. Und zwar in jeder Schule, die schon mal guckt, wenn die Wasserleitung läuft, dass sie den Hahn zudrehen kann und da ein bisschen für Ordnung sorgt. Ja. Denn wir haben ja noch gar keine Vorstellung davon, wenn die Grundstücke auf eine private GmbH für 25 bis 30 Jahre übertragen worden, was dann eigentlich, wer ist denn der Herr dieser Sache? Wenn ich ein Grundstück besitze und das Gebäude besitze ich das, dann kann ich gegebenenfalls später auch darüber entscheiden, wer auf dem Schulhof parken kann oder wenn ich da noch Geld nehmen kann oder freie Vereine, die eigentlich in der Schule am Abend da irgendwo waren. Du meinst, du sprichst jetzt quasi vom Betrieb, ne, ja, der Schule. Genau. Das heißt, die Kommune, ich gehe jetzt mal aus, Kaiserslautern, würde dann einer Firma X, ich will jetzt keinen Namen nennen, jeden Monat, ich sag mal 10.000 Euro, es werden wahrscheinlich viel mehr sein, aber ich sag jetzt mal 10.000 Euro überweisen. So, und jetzt wissen wir nicht, wie diese Firma X, erstens mal unter welchen Bedingungen die einen Hausmeister oder eine Hausmeisterin stellt. Wir wissen nicht, inwieweit diese Person, welche Arbeitsbedingungen die da vorzufinden hat. Das kennen wir ja von diesem Facility-Management. Genau, also wir wissen, da wird gedumpt, dass sich die Balken biegen. Also sprich, man macht aus jetzigen, ich sage jetzt mal, ach, großartig werden die auch nicht bezahlt, aber es sind eigentlich sichere Arbeitsplätze und keine prekären Jobs. Und die Gefahr ist wirklich riesengroß, dass man alle die ja, in diesem also das ist ohnehin ein wichtiges Thema, dass bei dieser Sache, wir übertragen die Aufgabe auf eine private GmbH, so getan wird, als ob da alle Probleme gelöst seien. Also die Wohnungsbaugesellschaft, HOWG heißt die in Berlin, Hohenschönhausen, die hat gar nicht das Personal, Schulen zu bauen, zu sanieren und zu betreiben. Mhm. Die sollen irgendwie 11 bis 15 Leute da einstellen. Und was? Die haben sich eine Firma eingekauft, die das gegebenenfalls dann machen kann. Aber in Wahrheit werden die Generalunternehmer beauftragen, werden es auslagern. Und der Generalunternehmer macht was? Macht wieder Sub, Sub, Sub.
das wissen wir doch. Ne? Mhm. Und zwar bei Aufträgen, jetzt bei Schulsanierung, wo ich denke, also das sind eigentlich ganz normale Handwerkeraufträge, die man vergeben kann. Da muss man das nicht erst groß aufblasen, damit man hinterher sozusagen dann die Kreditbeleihung dahin kriegt mit diesen wilden Konstruktionen, um außerhalb des Haushaltes Schulden zu verstecken und so weiter. Also es, naja, es, ich habe mal also bei Paus Bauerhaus Cooper also habe ich gelesen, die Schulen eignen sich zur Kreditaufnahme. Versteht ihr? Man muss also die Zuschauer müssen wissen, das ist nicht nur ein Modell für Schulen. Mhm. Das ist auch ein Modell für Brücken. Das ist für, wenn man hört, für Infrastruktur. Am Ende machen sie noch die Fahrradwege damit oder irgendetwas. Es geht sozusagen eigentlich. Es ist auswechselbar, ob es Schulen sind oder die Autobahn. Bundesfernstraßengesellschaft ist ja das gleiche Konstrukt. Mhm. Es wurde im letzten Jahr in Hoppla Hopp durch den Bundestag gejagt. Ja, ja, ne? Für Weihnachten. Das war sogar so, dass man dieser Mautgesellschaft das Recht zusprechen wollte, dass sie die Mauthöhe selber festsetzt. Mhm. Da habe ich dann geschrieben, das ist sozusagen die Aufhebung des Rechts des Parlaments, also über den Haushalt zu bestimmen. Ja, also ja? Ich sehe das auch so kritisch, weil Demokratie und Gemeingüter, die gehören zusammen. Also ich brauche gar keine Demokratie, wenn der Staat selber keine Gemeingüter mehr hat, über die er entscheiden kann, wie und was wie getan wird, in welcher Weise, eben durch unsere durch Stimmenabgabe Abgeordneten. Mhm. Also so kann man die Demokratie auch fertig machen, sage ich mal. Weil am Schluss ist einfach nichts mehr da, worüber entschieden werden kann. Und, denke ich, da muss es irgendwie ein Aufbegehren geben. Und die Frage ist, wer erhebt da die Stimme? Und jetzt meine Frage an dich ist, wir leben jetzt gerade in der Zeit, wo Sarah Wagenknecht und viele andere prominente Unterstützerinnen und Unterstützer sich überlegt haben, eine Bewegung zu gründen, um eben, ich sag mal, die notwendigen kritischen Äußerungen, die an die bestimmte Adresse, nämlich unsere Abgeordneten, gerichtet wird, die wollen eine Bewegung gründen, die sich Aufstehen nennt. Und jetzt ist die Frage, die sich mir stellt, können wir unseren Wunsch, dass wir damit jetzt nicht unbedingt glücklich sind, an diese Aufstehenbewegung weitergeben, dass wir sagen, also ich für meinen Teil habe da entschieden, diese Bewegung doch zu unterstützen, weil ich habe auch die Bücher von der Sarah Wagenknecht gelesen und finde diese Analyse zumindest auch gut. Mhm. Und sie suchen ja nach dem richtigen Weg. Und das ist auch mein Leben bisher gewesen in der Politik, dass ich also nicht nur sage, was falsch ist, sondern dass ich auch den Weg suche. Ja. Also, und hier geht es eigentlich darum, dass wir sagen, das Steuergeld der Bürger darf nicht verschwendet werden. Ja? Wir wollen es für sinnvolle Aufgaben haben, nämlich für die Bürgerinnen und Bürger. Da ist das Geld auch da. Und dadurch entsteht ja auch eine wirtschaftliche Dynamik, ein Kreislauf, dass sozusagen Wertschöpfung passiert. Mhm. Also ich fühle mich da ganz auf der richtigen Seite. Ja? Mhm. Und ich kann nur sagen, also alle Leute, die sich Gedanken machen, die sagen, das kann doch nicht sein, dass wir hier fremdbestimmt werden von den Finanzmärkten, dass wir uns sozusagen im Sinne von Maastrichter Vertrag und Schuldenbremse vollständig den Finanzmärkten unterwerfen. Mhm. Die Abgeordneten machen das ja quasi in Deutschland, indem sie sozusagen diese schwarze Null höher setzen als die Schulen. Und denn sonst würden sie ja sagen, ich kann die Schulen aus dem Haushalt, das Geld reicht nicht, ich muss von irgendjemandem, der Geld hat, Steuern nehmen. Das machen sie nicht. Ja? Mhm. Und um diese Frage wird sich gedrückt. Und dann wird sozusagen über die Maut, am Beispiel Maut zu bleiben, bei der Pkw-Maut wird gesagt, okay, dann erheben wir statt Steuererhöhung die Maut und dann kassieren wir auch noch von dem Hartz-IV-Empfänger, der noch Auto fahren kann, was ab. Und derjenige wie ich, die kein Auto fährt, die muss es dann mit dem Joghurt bezahlen, weil der natürlich dann auch teurer wird. Weil die Transportwege werden dann teurer. Ja, klar. Also, das heißt, ökologisch das ist eine mag das Lüge. Sinnvoll sein, aber natürlich für kleine Haushalte ist das natürlich ein Unding. Es ist eine quasi indirekte Steuerbelastung.
Belastung. Ne? Mhm. Und das nennt man, nutzerfinanzierte Infrastruktur. Mhm. Und wenn, um wieder auf das Beispiel zu Schulen zu kommen, wo zu sagen, die Mautstation noch fehlt. Ja? Ja, ja. Da ist es so, dass dann Steuergeld natürlich da reinfließt. Es ist ja gerade im Zusammenhang, das ist ja auch nicht zufällig, überall in Deutschland sind die Schulen marode, weil sie alle nicht genug mehr Geld hatten, um das irgendwie zu handeln. Ja. Und dann haben sie investive Maßnahmen gestrichen. Und man wollte unbedingt diese Autobahnmaut-Infrastrukturgesellschaft gründen im letzten Jahr. Und damit man die Länder ködert, hat man ihnen versprochen, ihr kriegt was für die Schulsanierung. Es gibt also einen direkten Zusammenhang. Und dann haben sie ein Paket gemacht, ich glaube von 3,5 Milliarden oder so, wo jedes Bundesland etwas abkriegt, sozusagen also vom Bund direkten Zufluss für die Schulsanierung. Aber sie haben in dieses Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Schulen ausdrücklich reingeschrieben in das Gesetz, öffentlich-private Partnerschaften sind gleichberechtigt förderfähig. Das heißt, die Privatisierung ist da schon mitgedacht. Ja. Und wenn man jetzt weiterdenkt, dass die Kommunen völlig ausgedünnt sind im Personal, die Sache sozusagen mit ihren eigenen Bauverwaltungen so jetzt nicht stemmen können, dann ist sozusagen, ohne dass man es ausdrückt, die Privatisierung drin. Weil dann ja gesagt wird, ja, das müssen wir dann Private machen lassen. Ne? Mhm. Also sozusagen eine Selbsterfüllung indirekt. Ich wollte gerade sagen, also erstmal dünnt man die Verwaltungen so aus, dass die gar nicht mehr handlungsfähig sind. Also, und das sind viele Verwaltungen nicht mehr. Also, jede und jeder kann sich mal in seiner eigenen Stadt oder in seiner eigenen Kommune Gedanken machen, was alles wie zusammengelegt wird, nur um sogenannte Kosten zu sparen. Aber wenn das so gemacht wird, dass, ich meine, die Menschen arbeiten so gut, wie sie können. Aber wenn ich auf einmal statt, ich sag mal, ein Aufgabenvolumen von im Monat von 200 Stunden plötzlich eigentlich mehr ein Aufgabenvolumen von 300 Stunden, dann geht da irgendwas nicht. Außerdem ist auch eine Altersstruktur. Ne? Wenn man jahrelang kein Wegvermerk macht, dann sind die Leute irgendwann älter geworden und sagen, jetzt kann ich nicht mehr und höre auf. Ne? Ja. Und das ist jetzt in Berlin ja gerade der Fall. Und zumal durch diese Überbelastung, also ich meine, jeder, der berufstätig ist, wird das wissen, die Arbeitsverdichtung hat zum Teil so krasse Züge angenommen, dass die paar Gesunden, die es noch gibt und die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, dass man die diese Leistungsträger sollen ja auch noch, ich sag mal, in unserem Alter, sollen auch dann noch die Innovation der Digitalisierung umsetzen. Das kann nicht klappen. Ja? Das ist keine Kritik an unserem Alter, das ist eine reine Feststellung. Nein, das ist einfach, ja? Also wenn man junge Leute nicht einstellt und nicht sozusagen die Möglichkeit auch einer Perspektive gibt ohne Befristung, dann ist das natürlich schlecht. Ja. Ja? Ich möchte aber auch noch mal etwas sagen zu diesen Verträgen, die da geschlossen werden, weil die ja wahrscheinlich dann, also es wird suggeriert in Berlin. Du meinst diese ÖÖP-Verträge? Ja, also das läuft ja unter öffentlich-öffentliche Partnerschaft nur deshalb, weil man sagt, der Staat, hier der Bezirk, macht einen Vertrag mit einer Gesellschaft, die zu 100% im öffentlichen Besitz ist. Ja. Nur daher rührt der Name. Ja. Die ganze Didaktik, die in diesem System drin sitzt, ist genau die gleiche wie bei diesen öffentlich-privaten Partnerschaften. Also es ist ÖPP und PPP. Es ist also so, und wenn man das Wort Partnerschaft hört, das kann ich auch nur jedem Zuschauer sagen, dann kann man denken, wie ist das mit meiner Partnerschaft? Ist das immer so schön gelaufen? Ja, so, das heißt also, es gibt immer irgendwo ein Problem, das ist vorprogrammiert. Mhm. Ja. Deswegen ist weil sie auch unterschiedliche Interessen haben. Ne? Ja, in der klar. Partnerschaft ist klar, mein Mann und ich, wir wollen vielleicht gemeinsam in Urlaub fahren und wir wollen es in der Zeit so schön wie möglich haben. Also haben wir ein gemeinsames Interesse. Wenn natürlich ein Privater hingeht und denkt, naja gut, ich will viel Geld machen und der andere sagt, naja, ich will, dass meine Eltern glücklich sind, weil ihre Kinder in einer tollen Schule unterrichtet werden, dann ist das schon mal ein konträres Ding. Also um noch mal den Zuschauern auch zu sagen, dieses perfide, was da drin steckt, oder dieser falsche Gedankengang, sei ja alles öffentlich. Man macht einen Vertrag, gibt das Grundstück der Schule einer privaten GmbH, sagt von vornherein, diese GmbH muss das Grundstück nicht bezahlen, das stunden wir dir zinslos. Ja. Und nach 25 oder vielleicht 30 Jahren wird suggeriert, fällt das Grundstück
automatisch zurück. So wird es erzählt. Das ist die Erzählung. Das ist doch alles ganz toll. Diese Wohnungsbaugesellschaft schafft einen Wert, die Schule sieht schöner aus und nach 25 Jahren fällt alles wieder zurück. Und die Zinsen, die an die Bank bezahlt werden, die bezahlt sozusagen auch nicht der Bezirk, das kriegt er vom Land. Und das wird so getan, als ob das alles ein wunderbarer Kreislauf ist. Mhm. Ja? Und da wird schon mal vergessen, dass das Land sein Steuergeld von uns bekommt. Mhm. Ja? Und wenn die Rate, die der Bezirk bezahlen muss, nicht ordentlich kontrolliert wird, dann bezahlen wir zu viel. Und das ist eine Mittelverschwendung von öffentlichen Geldern. Es gibt ja so eine Maßstab auch der sparsamen Mittelverwendung für die öffentliche Hand. Mhm. Und das wird hier meines Erachtens also massiv durchbrochen, indem gesagt wird, die Rate, die der Bezirk an diese GmbH zahlen soll, die setzt sich zusammen. Ich habe mir es noch mal aufgeschrieben, weil es der Zuschauer wirklich begreifen soll. Ja. Aus Zins- und Tilgungsrate, also quasi der Kreditbetrag, ja, den soll der Bezirk bezahlen. Und dann noch die Projektentwicklung, dann noch den Erbbauzins von 3%, den diese Wohnungsbaugesellschaft ja wiederum zahlen muss, weil sie das Grundstück im Erbbaurecht bekommen hat. Mhm. Dann noch ein Asset-Management-Kostenbeitrag. Asset-Management hört sich schon so nach Asset-Management bei den Banken an, also ja, diese Fondsstruktur, die wir vorhin hatten. Mhm. Dann noch eine Risikopauschale und noch eine übliche Indexklausel, ist auch noch sozusagen vereinbart werden, wo das indexiert wird, falls wir eine Inflation von X kriegen. Ja? Mhm. Das alles wird subsumiert unter dem kurzen Namen, das ist die Kostenmiete. Ja? So, und wenn man jetzt überlegt, das ist also nicht der Maler, der Bauingenieur und sowas, also die Rechnung, die Heizung, die eingebaut ist und sowas, und das, was ich tatsächlich besitze, sondern es sind sozusagen, es ist eine quasi geschätzte Höhe, was das Ding kosten soll. Und dafür wird ein Kredit am Kapitalmarkt aufgenommen, über die HOVOG für die öffentliche Hand. Und das wird bezahlt und das ist sicher. Ja, das ist das, worum es hier geht. Ja. Und es soll bei der Wohnungsbaugesellschaft dann ein Kostencontrolling oder so eingerichtet werden. Ja, also. Und dann wird ab und zu ein Bericht geschrieben an das Abgeordnetenhaus und ab und an tagt dann der Beteiligungsausschuss des Parlaments. Und der Beteiligungsausschuss des Parlaments tagt übrigens immer geheim. Und wenn Abgeordnete da etwas bekommen, dann dürfen sie darüber nicht sprechen. Ja? Und das soll dann die öffentliche Kontrolle sein. Mhm. Und damit bin ich unzufrieden. Ich möchte lieber, so wie wir jetzt diese Initiative Schule angelegt haben, selber fragen können, selber die Papiere lesen und selber bewerten können. Genau, und das ist also ja das ein Geheimnis von Abbilden, Transparenz. Ein Abbilden, wie die Informationsfreiheitsbeauftragten gesagt haben, ein Abbilden der Realität. Ich kann mich mit dem Informationsfreiheitsgesetz heute nicht verhalten, so wie die Gesellschaft früher das organisiert hat. Wie gesagt, 1994 gab es in Berlin noch Eigenbetriebe. Mhm. Ja? Das ist alles längst abgeschafft. Ja? Mhm. Also es ist sozusagen ein Trend Richtung nicht Gemeinwohl, sondern ein Trend hin Richtung Gewinnmaximierung. Mhm. Und wenn die Informationsfreiheitsgesetze ein Bollwerk sein sollen, dass wir uns wehren können gegen Missbrauch, gegen Korruption und sowas alles, dann müssen wir mehr Rechte einfordern. Ja, und das geht nur über ein Gesetz. Das müssen Menschen begreifen. Wir müssen das Gesetz ändern. Ne? Das muss auch da gelten. Und dann wäre es nämlich gegebenenfalls auch eine Möglichkeit zu sagen, nee, dann machen wir es nicht. Für die. Wir sind ja nicht gezwungen, uns auf sowas einzulassen. Dann machen wir es nicht. Dann machen wir es nicht. Es muss doch der Bürgermeister Neukölln, ja? Die ist ja jetzt, die Frau Giffrey ist ja jetzt gerade Bundesministerin, weil es gibt einen Nachfolger, weiß ich den Namen nicht. Aber der muss ja nicht unterschreiben. Er haftet ja gegebenenfalls für etwas, was völlig überteuert abgeredet. Kann er das verantworten? Muss man ihm doch die Frage stellen können, willst du wirklich das Grundstück dieser Schule auf eine GmbH übertragen und willst du wirklich einen Mietvertrag unterschreiben, sozusagen wie früher beim Militär, egal was es kostet, wir bezahlen das.
Ja, das ist ja quasi das Ansinnen. Also ich glaube, die Menschen, die in politischer Verantwortung stehen und die sich die Mühe machen, selbst nachzudenken, ohne Fraktionstralala und was weiß ich, Ausgabe von Parteien, was irgendwie angesagt ist und was nicht. Also wenn die ihre eigenen Gedanken in Gang setzen, und das ist ja, dafür ist ja auch diese Sendung da, da wird vielleicht die eine oder andere Person nicht unterschreiben, was dann diese ganze Konstruktion zu Fall brächte. Also das wäre also sozusagen unsere Hoffnung, auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer mitdenken, selber denken, selber Fragen stellen und formulieren. Das ist das, was wir brauchen. Und deswegen bedanke ich mich, dass ich meine Empörung oder auch meine Gedanken wenigstens hier äußern durfte. Das ist wunderbar. Jetzt hast du für mich die Abmoderation gemacht und das ist großartig. Das war ein tolles Schlusswort. Liebes Publikum, ich hoffe, wir haben Sie angeregt zum Selbstdenken. Vielleicht die ein oder andere Bürgermeisterin oder Bürgermeister. Das wäre ganz wunderbar. Und wir bedanken uns beide bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und alles Gute für Sie. Bis dahin. Und jetzt